SC Magdeburg gegen MT Melsungen, das heißt der Tabellenfünfte gegen den Zehnten der DKB Handball-Bundesliga. Das kann aber täuschen. Die MT spielt als Vorjahresvierte eine durchwachsene Saison, hat aber mit Michael Müller den Topscorer und mit Johannes Selin den Topschützen in ihren Reihen. Letzterer konnte am Mittwoch aber nicht mithelfen, die Magdeburger Erfolgswelle von 7 Ligasiegen in Folge zu stoppen. Selin verletzte sich beim Aufwärmen vor der Partie. Er musste von draußen mit ansehen, wie Michael Damgaard das Spiel mit seinem Treffer eröffnete. 0:1 nach knapp 30 Sekunden. Melsungen schlug sofort zurück und glich in der zweiten Minute durch Arnoldus Hähnen aus. Minute 5, Auftritt Yannick Rehn. Er lässt Michael Allendorf beim 7 Meter keine Chance. In der ersten Viertelstunde war die Partie ausgeglichen. Keine der Mannschaften konnte sich einen Vorsprung erspielen. Erst in Minute 16 traf Robert Weber zum 6:8. Magdeburg jetzt erstmals mit 2 Toren vorn. Einen größeren Rückstand verhinderte anfangs noch Melsungen-Keeper Johann Zöstrand. Hier gegen Robert Weber. Melsungen kämpfte sich zurück ins Spiel. In Minute 27 wird Johannes Goller schön am Kreis eingesetzt. 10:10. Vor der Halbzeitpause erhöhte der SCM durch Matthias Musche und einen Christiansen-Doppelschlag auf 10:13. Den Start in die zweite Hälfte markierten dann die Hausherren durch Nenad Vukovic. Die MT kämpfte jetzt um den Anschluss und verließ sich dabei auf Keeper Johann Zjöstrand, an dem hier Robert Weber scheitert. 7-mal machtlos war er gegen Matthias Musche, den besten Magdeburger Schützen, wie hier in Minute 38 beim Tor zum 13:17. Dazu stand die Abwehr sicher und erleichterte so Yannick Rehn das Leben. Fast 40% der Würfe aufs Tor konnte der Däne heute entschärfen. Im Laufe der zweiten Hälfte konnten sich die Magdeburger immer weiter auf zwischenzeitlich 7 Treffer absetzen. Melsungen versuchte dagegen zu halten, so wie hier Momir Rinic. 16:22 in der 49. Minute. Ihm gehörte auch das letzte Melsunger Tor der Partie. Nach einer kurzen Aufholjagd gelang ihm der Treffer zum 21:24 in Minute 58. Es nützte aber nichts. Der SCM erzielte in den letzten 80 Sekunden durch Christiansen, Musa und Musche noch 3 Tore und siegte somit 21:27. Für die Magdeburger ein weiterer Sieg für die Serie. Die Melsunger verlieren auf Platz 10 weiter den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Und nun die Stimmen zum Spiel. Sag deine Wertung heute zum Melsungen-Spiel und hast gedacht, dass ihr so gewinnt? Davon ausgehen kann man nie. Jedes Spiel muss erst gespielt werden und jedes Auswärtsspiel ist auch für uns schwer. In der Höhe habe ich das, glaube ich, nicht so erwartet, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir zur Zeit gut in Form sind, uns gut fühlen, eine Menge Selbstbewusstsein haben und dass uns vielleicht der ein oder andere Ball etwas einfacher von der Hand gibt. Deswegen bin ich auch jetzt auch in der Höhe mit 27-21 erstmal wieder super stolz auf das Team, was sie zurzeit Woche für Woche abrufen oder sogar zweimal pro Woche abrufen. Ist schon sensationell und gebührt hohen Respekt. Unser Ziel heißt weiter Viertelfinale, perspektivisch dann auch Final Four in Göppingen. Und dazu das ganz wichtige Punkt, auch das Spiel muss erst gespielt werden. Ich glaube, dass das Ergebnis aus Maccabi etwas täuscht, denn so schlecht ist diese Mannschaft nicht. Ich würde mir wünschen einfach, dass so viel wie möglich Leute in die Halle kommen und unserer Mannschaft Respekt zollen, was sie zurzeit leisten. Das wäre, glaube ich, eine Menge Anerkennung wert. Dankeschön. Ja gut, man sieht... Bei uns ist gerade völlig der Dampf raus. Wir haben überhaupt keine Schnelligkeit im Spiel. Wir haben sehr schlechte Rückraumquote. Sieht alles ein bisschen hilflos aus, gerade die Jungs, die wollen. Aber wenn der Kopf da mitspielt, dann ist es einfach schwierig. Wir haben schwere Beine, so sieht es aus. Und kommen nicht in unseren Rhythmus. Abwehr ist okay, der Kampf ist gut. Aber wir machen vorne einfach zu viele Fehler. Die kann man dann gegen Magdeburg, die ja auch nicht, keine besondere Leistung gebraucht haben, um hier zu gewinnen. Wir kriegen einfach diese Sicherheit im Moment nicht rein. Wir haben versucht, das jetzt in kurzen Trainingseinheiten irgendwie hinzukriegen, aber es ist schwierig. Und es tut mir echt leid, dass wir im Moment so verkrampft auftreten und
kann nur sagen, dass die Mannschaft eigentlich will, aber es ist wirklich im Moment ganz schwierig für uns, gut Handball zu spielen. Ja, Matthias, wenn es einmal läuft, dann läuft es. Ne? Jetzt der 8. Sieg in der Bundesliga, zumindest in Folge, dazu die Europapokalerfolge, jetzt auch kurz noch in Israel gewesen und gewonnen. Du hast selber heute, ich glaube, 7 Tore beigesteuert. Was ist momentan das Geheimnis beim SCM? Warum läuft es so gut? Ja, manchmal läuft es nicht so gut, dann weiß man nicht warum. Manchmal läuft es gut, da weiß man noch nicht unbedingt warum. Aber wenn es läuft, dann laufen lassen. Nein, aber wir bereiten uns gut vor. Unser Torhüter, Yannick Rehn, der spielt momentan in einer fantastischen Form. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, oberste Regel im Handball, wenn der Torhüter viel hält, dann hat man schon sehr gute Chancen auf einen Sieg. Und ja, alles in allem passt das einfach zurzeit. Nochmal kurz hinüber zu Nenad, war das, so wie der Matthias sagt, ein Knackpunkt heute? Der Yannick Rehn, der hat ja wirklich fantastisch gehalten. Hat der euch den Zahn gezogen, wie das so schön heißt? Ja, der hat heute wirklich eine super Leistung gezeigt, aber ich glaube, dass die Abwehr von Magdeburg war auch heute stark. Wir haben alles versucht, aber also glaube ich genau nach 15 Minuten, wir haben drei, vier technische Fehler gemacht. Die haben dann sofort das einfach genutzt und das war plus 3 gleich. Danach wieder zurückzukämpfen und wieder zurückzukommen war gegen Magdeburg heute ganz schwer.